Maria Baller und Thomas Behrendt tragen ein kleines Schmuckstück von womöglich großem Wert ins Puhlheimer Walzwerk. Wir wünschen uns natürlich, dass es zu einem Verkauf kommt, dass wir eben halt natürlich das bekommen, was wir uns vorstellen und dass für jede Partei, für den Käufer und auch für uns Verkäufer da eben halt ein zufriedenstellendes Ergebnis rauskommt. Ob Wunsch und Wirklichkeit in puncto Preis nah beieinander liegen, zeigt die Expertise. Und die übernimmt unsere Schmuckbeauftragte Wendela Horz. Hör mal, ganz ruhig. Scheint sehr spannend zu sein. Ne? Oh, dann möchte ich mich mal leise vorstellen. Hallo. Ich bin Maria. Maria? Thomas. Thomas, jetzt können wir doch normal reden. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie ihr beide zueinander steht? Maria ist meine Schwiegermutter. Genau. Ach, die Schwiegermama? Ja, die Schwiegermama. Mann, eine coole Schwiegermutter hast du dann, absolut, ne? Absolut, ja. Oder hat sie dich mitgeschleppt zur Bewachung? Ich wurde abgestellt. Ja, wurde abgestellt, ja. Ich wollte nicht alleine. Ah! Weil es ist ja nicht mein Schmuck. Und sondern? Von wem ist der Schmuck? Von meiner Frau tatsächlich. Also meiner Tochter. Ach, guck an. Ja. Also ist sie doch wieder direkt irgendwo mit dir zusammen. Ja, genau. Und deine Frau wollte aber wieder nicht kommen. Ja, die hütet unsere Tochter zu Hause tatsächlich. Wie alt ist die Tochter? 7 Monate. Ja, Gratulation zum Oma-Sein. Mhm, danke. Schön, ja. Ich mag das. Ich wirklich. Auch. Gut, ein schöner Ring. Lass uns mal über das Thema reden. Genau. Von wem hat denn deine Tochter den Ring bekommen? Oder ist das ein Geschenk von dir gewesen? Nein, es ist ein Erbstück tatsächlich vom Opa. Erbstück vom Opa? Ja, und der Oma, genau. So, und der soll weg, oder sieht aber gar nicht so verkehrt aus, weil ihr was plant? Wir würden ganz gerne zusätzlich zur Hundeschule noch eine Hundepension aufmachen, weil meine Frau tatsächlich gelernte Tierpflegerin ist. Ach. Und das ist noch so ein Traum, den wir haben. Und da hätten wir ganz gerne dann vielleicht noch etwas Budget. Gut, jetzt bist du dran. Ja, vielleicht erstmal zur Schiene. Wir haben hier einen klassischen Solitärring mit einer Steigbügelschiene in Weißgold 585. Schön punziert hier auf der Seite. Ist alles nicht so wichtig. In dem Fall wichtig ist hier der Stein, der da drin sitzt. Aber auch auf den gibt es in der Schiene schon einen Hinweis, nämlich eine kleine Gravur mit 1,35. Also die weist schon auf das Gewicht hin. Natürlich habe ich das nochmal kontrolliert. Und eigentlich, finde ich, sieht schon der Laie, wenn man diesen Stein anschaut, das ist was Schönes. Ja, er ist ein Stück weg von schlecht. Ja, ne? Genau. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, Sie hatten mir eine Expertise mitgebracht. Hier die von der Grand Dame der Diamantgraduierung stammt. Nämlich eben hier Frau Pagel-Theisen, die hat das Standardwerk geschrieben, nachdem man heute immer noch die Diamantgraduierungen vornimmt. Trotzdem muss man das alles noch mal überprüfen. Das habe ich gerade getan. Ich habe hier die Farben verglichen und so weiter, die Reinheit. Wir haben also einen Diamant mit 1,357 Karat, wenn man es ganz genau nimmt. Lupenrein, also sehr sauber. Ich konnte jetzt nichts entdecken, in einer sehr guten Farbe. Mhm. Farbe E. Jetzt habe ich eine Frage. Soweit ich weiß, man macht das ja nach Buchstaben, aber A, B und C gibt es noch nicht. Genau, ja. Weil man immer noch hofft oder darauf wartet, dass es irgendwann noch Besseres gibt als D. Wer weiß, genau. Deswegen so hat man bei D angefangen, momentan ist D das Beste und dann ist E schon direkt danach. Ja. Der Schliff ist auch hervorragend mit ein paar ganz kleinen Einschränkungen. Aber insgesamt eine sehr schöne Krappenfassung in einer Corsé-Schiene. Also hier im Stile der 70er Jahre, würde ich sagen. Eigentlich ein absoluter Klassiker. Gut. Was möchtet ihr haben dafür? 7.500 bis 10.000 Euro wäre schon schön. Ja, damit wäre die Hundepension gesichert. Zumindest einen großen Teil in die richtige Richtung. Einen großen Teil in die richtige Richtung. Genau. Sind mindestens 7.500 Euro möglich? In diesem Fall jetzt muss man natürlich mit einbeziehen. Der Stein ist eingefasst, man kann ihn nicht von allen Seiten ordentlich im Mikroskop beleuchten. Aber wenn ich zugrunde lege hier, welche Qualitäten vorliegen, dann liegt meine Expertise zwischen 8.000 und 12.000 Euro. Sind wir drauf. Was soll ich sagen? Das ist es. Ich sehe es schon kommen. Du hast kein Frei mehr. Du darfst in der Hundepension helfen gehen. Ne? Das will ich sogar machen. Ja. So, ihr Lieben, dann hoffe ich mal innerlich, dass die Händler heute die Geldautomaten komplett geleert haben, damit die noch Kohle dabei haben. Ansonsten kriegen die das anders geregelt. Händlerkärtchen. Mhm.
Ich sag Dankeschön. Ich auch. Viele Grüße an Frau und Tochter. Werde ich ausrichten. Also, ja. Da geht's rüber. Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Wow. Schöner Stein. Das war aber mal ein Klopper. Ne? Mhm. Richtige Taktik haben wir nicht. Wir lassen uns ein bisschen auf uns zukommen. Ja. Und spielen uns die Bälle gegenseitig zu. Genau. Zwar ist der Brillantring nicht antik, aber dafür ein echter Hingucker und sollte somit gut verkäuflich sein. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mhm. Na, da. Ja. Kommen Sie mal zu mir. Gebracht. Ja, genau, ich komme mal zu Ihnen. Sie haben direkt eine Rechnung dazugelegt. Nein, keine Rechnung. Gehört. Ach, sag mal, du sollst nicht schnauen. Ich wollte nur mal reingucken. Ui, mach doch mal auf. Mach Bind. Das brauchte gar nicht zu sehen. Boah. Das ist ein Weiß-Gold-Brillantring. Sehr gut. Ein Solitärring. Mhm. Von 74. Ja, das ist so 70er Jahre, die Form von der Fassung, ne? Das hat ja gar keine Einschlüsse. Wie viel Karat haben wir denn da? 1,35. Ah, prima. Vielen Dank. Und wo haben Sie den her? Ist das ein Hochzeitsring gewesen, ein Verlobungsring? Das ist eine Erbschaft von meiner Frau tatsächlich. Ja. Genau. Wow. Ja. Ja. Ui. Von welcher schön. Vereinigung ist denn dieses Zertifikat? Ist der schön. Edelstein Prüflabor, Verena Pagel. Also die Wendela hat gesagt, das ist die Grand Dame der Experten, Edelstein-Experten. Mhm. Pagel sagt mir was. Ja. Das muss wohl die Koryphäe überhaupt sein. Okay. Ein wunderschöner Stein ist es. Sehr schön. So, schauen wir mal an. Ja, ich lege den gerade mal auf ein weißes Papier, um mal die Farbe zu vergleichen und zu sehen, ob der wirklich so eine schöne Farbe hat, aber spitze. Wirklich. Ich starte mit 1.000 Euro. Ja, da muss man schon ein bisschen mehr Geld Ich haben. Weiß. David. 1.500. 2.5. 2.7 bei mir. Ah, sind wir sehr, sehr weit. Ich weiß. Ich weiß, leider. Städte sind zu klein. Wo müssen wir denn hin? Luft nach oben ist auf jeden Fall noch, definitiv. Also sehr, 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 sehr viel Luft nach oben. Mhm. Oh. Die Expertise sagt tatsächlich 8.000 bis 12.000. Mhm. Das ist... Ja, einfach wegen den Werten. Also es sind ausschließlich die Werte, die den so interessant machen. Ne? Mhm. Aber 8.000 investieren in so einen Stein ist echt schwierig. Ja. Tja, also... Nee, nicht also. Ich denke noch. Müssen es die 8.000 Euro sein? Ja. Die hätten sie schon gerne. Ja, die hätten wir gerne. Das ist die unterste Grenze und das sollte es sein. Nimmt einer der Händler tatsächlich so viel Geld in die Hand? Wissen Sie was? Die 8.000 Euro machen wir. Boah. Das ist wirklich ein toller Stein. Super. Super. Super Expertise dazu. Dann freuen wir uns. Ja? Ja. Boah. Dann kommen Sie bitte zu mir. Dann machen wir das. Nicht schlecht. Muss ich viel zählen, ich sag's Ihnen. Ich hab Zeit. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 7.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 8.000. Eine Menge schön. Geld. Puh. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ja? Danke auch. Und sicheren Heimweg. Ja. Ja, wir haben einen Sekunden. Normalerweise kriege ich das bei mir einen Umschlag, aber den habe ich leider jetzt nicht. Herzlichen Glückwunsch. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Elke. Oh, Elke. Wow. Der Wahnsinn. Der hat mich überzeugt, ne? Darf ich den nochmal ansehen? Man kann ja eigentlich nichts anderes als überzeugen. Also ich bin tatsächlich noch ein bisschen sprachlos, muss ich ein bisschen sagen. Und ich freue mich sehr, 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 dass wir das hingekriegt haben. Ja.